Hallo und willkommen bei MPM. Ich bin Laura aus der Vertriebsabteilung und möchte Ihnen heute unsere Firma vorstellen. MPM plant und baut flexible industrielle Schutzprodukte für die Absicherung aller Bereiche mit Fußgängerverkehr, Warenverkehr und Fahrzeugverkehr. Die RAM-Schutzprodukte werden aus Reflex hergestellt, einem besonderen Technopolymer, das die Produkte gleichzeitig widerstandsfähig und flexibel macht. Reflex garantiert für ein optimales Formgedächtnis des Produkts. Das bedeutet, dass das RAM-Schutzgelände nach einem Stoß immer in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Unsere Produkte sind außerdem in einem leuchtenden Gelb durchgefärbt und verlieren deshalb auch bei Kratzern nicht ihre Sichtbarkeit. Unser Showroom bietet Ihnen einen breiten Überblick über alle flexiblen Lösungen von MPM für die Absicherung Ihrer Arbeitsumgebungen. Beginnen wir mit der Welt der Regale und dem Anfahrschutz für Pfosten. Unseren Anfahrschutz RP gibt es in den drei Größen Small, Medium und Large, also klein, mittel und groß. Der Anfahrschutz besteht aus einem starren Schutzprofil, in dem sich drei weiche Stoßdämpfer befinden, die bei einem Zusammenstoß mit einem Gabelstapler die Energie in den Anfahrschutz ableiten und nicht in das Regal. Mit den RP-Click-Befestigungselementen, die auf den Pfosten geklemmt werden, lässt sich dieser Regalanfahrschutz einfach installieren. Für den Schutz von der Stirnseite des Regals haben wir unseren Eckenanfahrschutz Rack Corner mit komplett versenkten Befestigungen, der die äußeren Ecken am Gassenende des Regals perfekt schützt. Wenn ausreichend Platz vorhanden ist und ein komplettes RAM-Schutzgelände installiert werden soll, gibt es alternativ dazu das Modell FENS oder unser Modell LM, einer unserer Bestseller. Diese RAM-Schutzprodukte können kundenspezifisch angepasst werden und verfügen beide über Bodenplatten, die am Boden verankert werden. Wir arbeiten mit Hilti zusammen, dem internationalen Marktführer für Befestigungstechnik. Unsere Befestigungen sind deshalb zertifiziert und garantieren für eine leistungsstarke Installation. Jetzt möchte ich Ihnen die RAM-Schutzpoller zeigen, die zum Beispiel für den Schutz von Industrietoren verwendet werden. Wir haben verschiedene Lösungen, wie zum Beispiel der Poller GRD90 mit einem leichteren Profil für leichten Verkehr mit Hubwagen oder das Modell GRD150 mit einem leistungsstärkeren Profil für Gabelstaplerverkehr, das in drei verschiedenen Höhen mit 500, 800 oder 1100 mm verfügbar ist. In der Version GRD90 mit leichterem Profil ist der Poller mit einer Höhe von 250 mm erhältlich. Wenn noch leistungsstärkere Lösungen erforderlich sind, dann ist unser Modell GRD 200 ideal, der zum aktuellen Zeitpunkt leistungsstärkste Poller auf dem Markt, was die Stoßabsorbierung in Joule betrifft. Er verfügt über eine achteckige Form, die Stöße absorbiert und das Ablenken der Gabel vom Gabelstapler unterstützt. Der Kern des Schutzpollers besteht aus Metall, das von Stoßdämpfern umgeben ist und füllt den Schutzpoller fast auf der gesamten Höhe aus. Diese Konstruktion garantiert nicht nur für die Widerstandsfähigkeit des Pollers, sondern auch für seine Flexibilität. Wenn eine abnehmbare Lösung erforderlich ist, wie zum Beispiel der RAM-Schutz vor Schaltschränken, die nur alle paar Monate geöffnet werden müssen, sind unsere Befestigungsplatten FIX P150 und FIX P90 perfekt geeignet, je nach verwendetem Profil. Dank der abnehmbaren Einschubplatte Cover kann der Schutz entfernt werden, ohne dass er komplett vom Boden abmontiert werden muss. Für den Schutz von Fußgängern haben wir eine ganze Palette an RAM-Schutzgeländern. Es handelt sich um modulare Lösungen, mit denen sich beliebig lange Fußgängerwege schützen lassen. Je nach Verkehr gibt es leichtere Lösungen für den Verkehr von Hubwagen oder stabilere mit einem robusteren Profil für den Gabelstaplerverkehr.
Eine Alternative zu den Rammschutzgeländern für Fußgänger, die wir gerade gesehen haben, ist die neue Produktlinie B-Flex, die ihren Namen von der B-Form des Profils hat, das mit seiner gewölbten Form beim Stoß eines Gabelstaplers noch widerstandsfähiger ist. Der Schutz B-Flex ist sowohl als Rammschutzgeländer für Fußgänger verfügbar, als auch als Anfahrschutz für die Stirnseiten von Regalen. Die große 30 cm hohe Oberfläche leistet bei einem Stoß noch höheren Widerstand. Wenn dagegen der Umfang einer Konstruktion geschützt werden soll, wie zum Beispiel ein Förderband, bieten wir dafür verschiedene Rammschutzbarrieren, die am Boden befestigt werden, und zwar entweder bereits zugeschnittene und gebohrte Profile oder aber modulare Profile mit Bodenplatten, die mit Dübeln am Boden verschraubt werden. Welches der beiden Profile geeignet ist, hängt vom Typ des Verkehrs ab. Bei Verkehr von Hubwagen werden die leichteren Profile verwendet und die stabileren bei Gabelstaplerverkehr. Als Ergänzung zu den Rammschutzgeländern für Fußgänger gibt es ein breites Angebot an Türen, zum Beispiel Anschlagtüren mit unterschiedlicher Profildecke, je nachdem, ob sie in leichtere oder schwere Rammschutzgeländer für Fußgänger eingesetzt werden. Schwingtüren, die sich in beide Durchgangsrichtungen öffnen lassen, und die Tür Liftgate, die sich nach oben öffnet und die ich deshalb Modell Lamborghini nenne. So öffnet sich diese Tür und dank der Sicherung bleibt sie in geöffneter Position und bietet eine deutlich größere Durchfahrweite als die anderen Türen. Dann wird sie wieder in ihre ursprüngliche Position heruntergeklappt. Um das Abstürzen von Gabelstaplern beim Beladen und Entladen der Lastwagen zu vermeiden, haben wir das Dockgate entwickelt, ein Schutzsystem für Ladetore. Mit diesem Schutzsystem kann eine lichte Durchfahrweite bis 3 Meter erreicht werden. Die Schranke verfügt über eine Gasdruckfeder, sodass sie sich trotz des schweren Profils leicht anheben lässt. Unsere Radstopper gibt es in der Ausführung für Lkw-Räder, die höher und stabiler sind, und in einer längeren Ausführung für PKWs. Beide Radstopper sind mit Befestigungen für Böden aus Beton oder aus Asphalt verfügbar. Wenn die transportierten Lasten noch schwerer sind, dann sind noch stabilere Lösungen erforderlich. Die Rammschutzbarrieren Link haben sowohl senkrecht als auch waagrecht ein 150 Gramm Profil und eignen sich deshalb für Bereiche mit sehr schwerem Gabelstaplerverkehr. Das System Link ist von MPM patentiert und erlaubt die Regulierung der Planke der Rammschutzbarriere bei der Installation, wodurch das Produkt noch vielseitiger wird. Das System Link gibt es auch in dieser Anwendung als Säulenschutz und es ist das stabilste Produkt unserer Produktpalette. Weitere Lösungen für den Säulenschutz sind die Modelle Tower, Hug Tower, Mini Hug und CoPro. Bei CoPro handelt es sich um einen niedrigen Pfostenschutz, der den Pfosten komplett umgibt. Wenn dagegen ein höherer Schutz erforderlich ist, können Lösungen mit Bodenplatten und Befestigung am Boden oder selbsttragende Lösungen wie diese beiden Modelle verwendet werden, die weder am Fußboden noch an der Säule befestigt werden müssen. Der Schutz Mini Hug, der sozusagen die kleine Schwester vom Hug ist, bietet sich für den Schutz kleinerer Säulen an, wie zum Beispiel Doppel-T-Stahlträger. MPM bietet auch Rammschutzprodukte, die für die Installation in der Lebensmittelindustrie geeignet sind. Speziell für diesen Sektor haben wir Profile entwickelt, die perfekt an der Wand anliegen und sowohl als Eckenschutz als auch als Fußleiste verfügbar sind, mit einer Höhe von 300 oder 200 mm, je nach Verwendung. Für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis minus 30 Grad Celsius bieten wir sehr widerstandsfähige massive Profile für Poller, Rammschutzbarrieren und Regalanfahrschutz für die Stirnseiten von Regalen. Für den Schutz von Industrietoren, insbesondere vom Torrahmen, bieten wir das Modell Full Frame, das nach Maß gefertigt wird und sowohl in der Ausführung mit Wandmontage als auch in der selbsttragenden Version mit größerer Bodenplatte verfügbar ist. Für den Rammschutz vom Torsturz bieten wir dagegen unseren Warning Bar, der in der Version mit Warnschild oder mit akustischem und optischem Signalgeber verfügbar ist. Ich zeige Ihnen, wie das funktioniert.
Wenn der Gabelstapler mit zu hoher Gabel durch das Tor fährt und die Gefahr besteht, dass er mit dem Sturz des Tors zusammenstößt, schaltet sich der Warning Bar ein und warnt den Staplerführer, dass er stehen bleiben und die Gabel korrekt positionieren muss.